Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen zu Soma, einem neuen Horror-Let's Play hier bei uns auf dem Channel mit mir, dem Mushroom. Und ich freue mich wahnsinnig auf das Spiel, denn das ist von den Entwicklern von Amnesia und Penumbra. Und ich würde sagen, wir starten das Ganze auch jetzt einfach mal. Ich habe es noch nicht angespielt. Es ist komplett neu für mich. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, es nun endlich spielen zu dürfen. Schon seit ich die ersten Bilder gesehen habe, freue ich mich megamäßig drauf. Oh, mein Auge juckt. Realität ist das, was nicht verschwindet, wenn man aufhört, daran zu glauben. Von Philip K. Dick. Are you okay, Simon? I think you're bleeding. Oh, that's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Here, take this. No, that's for later, for the scan. It's green. Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. No, it's not like that. Why now? Who's David Lynch? Why is there never enough time? For what? Christ. So, wir sind im Spiel. Und es sieht richtig geil aus. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal das Phone. Yeah, I'm up. Hi, Simon Jarrett? Yeah, that's me. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan. I remember. Are you all right? Yeah, just a bad dream. Are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture a better image of the damages. Don't worry, I got it somewhere. Okay, great. Well, I'll see you in a couple of hours, then. Okay, see you soon. Okay, wir spielen also Simon, der hat einen richtig bösen Traum gerade. Oh, hier, eine Unterwasserwelt. Und das passt genau richtig, das Bild, denn ich kenne nicht so viel über die Geschichte. Ich weiß nur so viel. Ja, komm, jetzt lass mich mal hier alles erklären. Ich weiß nur so viel, dass das Ganze in einem Unterwasserlabor spielt, in dem Maschinen menschliche Züge annehmen oder angenommen haben. Okay, es funktioniert so wie bei Amnesia auch. Türen öffnen und so weiter. Ja, die Steuerung ist genau gleich, das finde ich gut. Das kann man werfen, das kann man aufmachen. Ja, ohne Witz, Simon. Ja, und wir haben einen Gehirnscan. Weshalb und warum, das weiß ich auch nicht. Was ist das? Erhol dich wieder, in liebe Mama. Mit der Maus können sie rotieren, was? Ja, das stimmt. Was haben wir hier? Nichts. Gut. Was? Dieses Werk erhielt viel Lob, natürlich, und dennoch zur Anatomie des menschlichen Gehirns. Das Funktion, Wahrnehmung, Bewusstsein, finden Sie heraus, wie Ihr Gehirn von seinem Körper abhängt, warum es nicht mit einem Computer gleichzusetzen ist, und eine Vielzahl anderer interessanter Fakten, die Ihren Kopf zum Rotieren bringen werden. Die Ausgabe werden. Ja. Gut. Ich weiß auch, wo die Flüssigkeit ist. Die müsste. Was ist das denn? Was? Junge Frau kommt bei Unfall im Stadtzentrum ums Leben. Toronto. Von ihren Kindern abgelenkt, fuhr gestern eine Pkw-Fahrerin bei Rot über die Kreuzung von Bloor Street und Spadina Road und rammte ein anderes Fahrzeug seitlich. Die Mutter und ihr Kind, die in einem robusten SUV unterwegs waren, überstanden den Unfall mit leichten Verletzungen. Der Unfallgegner hingegen hatte nicht so viel Glück. Als das SUV die Beifahrerseite traf, erlitt die 23-jährige Ashley Hall lebensgefährliche Verletzungen und erstickte noch vor Eintreffen der Rettungskräfte am Blut in ihren Lungen. Ihr Lebensgefährte und Fahrer des Wagens, der 26-jährige Simon, das sind wir, überlebte den Unfall mit wahrscheinlich verbleibenden Hirnschäden. Ich habe einen Unfall, den Namen. Okay, scheiße. Also seine Freundin oder Partnerin, die da mit drin war, ist gestorben bei diesem Unfall. Huh.
ist das ganze Zeug hier. So. David Manchi, Neurograph-Sitzung. Ich wollte Ihnen abermals Ihr Teilnahme an dem Forschungsprojekt danken. Das Scan wird in den Pace Laboratories in Toronto durchgeführt, aber da wir selbst Gäste sind und dann sagen, ich werde es versuchen. Lalala. Was ist das denn? Okay. Wenn ihr euch das durchlesen wollt, Freunde, könnt ihr das gerne machen. Ich überfliege das Ganze einfach nur mal ein bisschen. Samstag frei, ja, lala. Von ihm. Forgot to hit send. Does it matter? I heard he told him about it. Ups. So. Wo ist es meine Flüssigkeit? Better late than never. Ich weiß nicht, wo meine Flüssigkeit ist. So, ein bisschen duschen. I don't want to keep the doctor waiting. I'll shower when I get back. Okay. Wow. Summer's coming. Hope it's a good one. Das hatten wir schon. Da ist nichts drin. Ist das für eine lustige Figur? Oh, schön. Ist das Simon? Nice. Ich finde die Flüssigkeit nicht. Ich dachte, ich wüsste, wo sie ist. Alter, der hookt. Oh, crazy. Lass mal das hier laufen. Hey Simon, it's Jesse. You working this weekend or what? I knew there was something you were doing. Was it this weekend or next? Anywho, just shoot me a mail or something. Love you, miss you, mean it. End of messages. I swear, that guy has the memory of a goldfish. Well, I got the email off. He must have caught up by now. Ja, die haben wir echt gerade geschickt, gell? Okay, was haben wir hier? Post für uns, aber das ist nichts Interessantes. Ja, ich habe keine Ahnung. Dummer Staubsauger. Ich habe alles aufgemacht, alles angeguckt. Ich weiß nicht, wo die Flüssigkeit ist. Ah, cool. Dann trinken wir sie schnell. Feels like milk, but the taste is like sucking on a penny. Bleh. Ein bisschen metallisch. Wir müssen also zu einem Gehirnscan, um nachzuprüfen, ob wir wirklich Gehirnschäden davongetragen haben oder nicht. Bitte? Also ich muss bis jetzt sagen, es sieht richtig geil aus. Mein Handy klingelt schon wieder. Jesse? Answer. Jesse. Hey Simon, I got your email. Just wanted to wish you good luck and let you know I got you covered. Thanks. I should be able to come to the store after the scan. Don't sweat it. I got Matt and Chris to help me out. Matty from SNL? Guess you didn't hear. He's coming in full time, working the comic section. That's Ashley's job. Yeah, well, you know. Forget it. Not doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. Well, good luck. Hope they find a way to reverse the whole, you know, dying thing. Dying thing? You're the worst support ever. What should I say? I'll see you later, Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Okay. Over and out, buddy. Won't find me in a voting booth. Was? Was hast du gesagt? Hat das irgendwelche Auswirkungen, dass ich jetzt diesen Telefonanruf angenommen habe? Hätte ich das auch einfach ignorieren können?
Und mit der E-Mail, wenn ich sie jetzt nicht verschickt hätte, was wäre dann passiert? Es fängt ja schon mal richtig gut an. Gefällt. Hallo? Hallo? Dr. Munchie? Hallo? Doktor? Oh, mach kurz hier Licht an, hä? Where is everyone? I thought this place would be busy. Schauen wir mal ganz kurz. Paul, wo bist du? Wir haben noch ein paar Stunden. Ich habe Simon Jared erwischt. Lass uns das durchziehen. Ich habe dein Notebook an der Rezeption gesehen. Bist du schon hier? Ruf mich baldmöglichst an. Mach dein Zeug bereit. Hi Paul. Habe mit Pace über die Laborzeit diese Woche gesprochen. Ich konnte den Scanner für morgen früh und nochmal für Freitag buchen. Alter, meine Framerate bricht gerade voll ein. Ah, jetzt geht... Nein. Es geht gerade runter. Ich weiß, das macht zwar nicht viel her, aber sie haben gesagt, dass wir den leerstehenden Rezessionsbereich als eine Art Büro benutzen können. Dadurch können wir an ihren Computern Simulationen laufen lassen. Außerdem könnten wir dann schnell ins Labor gehen und den Scanner benutzen, wenn sich plötzlich ein Zeitfenster im Benutzungsplan auftut. Ich dachte, wir könnten morgen ein paar Tests laufen lassen. Wir könnten uns gegenseitig scannen, um die Ausrüstung kennenzulernen. Angeblich soll es recht einfach sein. Hoffentlich wird Dr. Aaron Peak am Freitag jemanden rüberschicken. Einer ihrer Patienten hatte kürzlich einen Autounfall. Klingt interessant. Wird gesperrt? Ah, wir sind ausgesperrt. Im Laborbelegungsplan gab es heute ein Freizeitfenster. Leider hat uns niemand über die Änderung des Zugangscodes informiert. Ich rief deswegen den Sicherheitsdienst an und brachte Professor Wei dazu, unser Projekt zu bürgen. Dann bekam ich endlich so einen Oberboss der Rechtsabteilung von Pace an den Hörer, der unsere Labornutzungsberechtigung erneuern konnte. Den Code darf ich nicht in E-Mails oder Textmeldungen weiterleiten, werde aber eine Notiz oder sowas hinterlassen, falls wir ihn vergessen. Okay. Wo hast du das hinterlegt? Hier vielleicht? Ist es das? 2501? Muss man mal merken, 2501? Was ist das? Aha. Versuch und Irrtum. Weg mit dem Skalpell. Das Gehirn kann sich selbst heilen. Sind das die Leute, die das Ganze hier gebaut haben? Das Gehirn verfügt über verblüffende transformative Fähigkeiten einer Formbarkeit, die ihm die Kompensation und sogar die Heilung von Verletzungen ermöglicht. Diese Worte stammen von Paul Berg, einem Doktorand der Neurowissenschaft der York University von Toronto. Diese Fähigkeiten sind es, die Berg und seine Kollegen David Munchie, seines Zeichens Student der Computerwissenschaften, anzuregen hoffen. Es geht darum, dem Gehirn beizubringen, das Richtige zu tun. Wir hoffen, dies mit einfachen Komponenten wie Übungen, Therapie und leichten Medikamenten zu erreichen. Manche und Berg suchen dabei aber nicht nach einem Wundermittel, sondern nach der optimalen Behandlung für jeden einzelnen Patienten. Sie beginnen mit der Aufzeichnung von etwas, das man einen Nakajima-Neurograph nennt. Es ist wie ein richtungsweisendes Bild, sagt Munchie. Aber anstatt eines statischen Gehirnscans kann uns der Neurograph sagen, in welche Richtung ihr Gehirn unterwegs ist. Hey, ich habe die Rückseite nicht gelesen. Dabei handelt es sich nicht um eine weitreichende Vorhersage, sondern nur um Millisekunden. Aber mit der richtigen Computerhardware können Berg und Munchie jede Art von Medikament verabreichen, ohne dabei zu riskieren, das tatsächliche Gehirn zu schädigen. Wir könnten versuchen, ihrem Gehirn eine Überdosis Schmerzmittel zu verabreichen, während der Körper einen Marathon läuft, führt Berg als Beispiel ein. Es ist ein Computermodell. Wir sind in der Lage, sie eine Million Mal falsch zu behandeln, nur um die richtige Methode zu finden. Und wenn sie schließlich die optimale Behandlung finden, wenden sie sie auf den tatsächlichen Patienten an. Ihr Forschungsprojekt steckt zwar in den Anfangsstadien, hat aber schon die Aufmerksamkeit der Pace Laboratories auf sich gezogen, die ihnen hinsichtlich Ausrüstung und Arbeitsbereichen unter die Arme greifen wollen.
Wir haben großes Glück, solche Unterstützung zu erhalten, sagt Berg. Jetzt müssen wir nur noch das Rampenlicht verlassen und das Konzept auch umsetzen. Aha. Also es ist sozusagen einfach eine Simulation. Man steckt den... Oh, man kann rennen. Okay. Fuck, was war das nochmal? 2501. Okay. Man steckt also einfach den Patienten in so eine Art Matrix und kann dort einfach so Tests durchführen und sagen, jetzt kriegst du mal dieses Schmerzmittel, jetzt kriegst du dieses Schmerzmittel oder dieses Mittel und dann schauen wir mal, wie diese Mittel ankommen in dieser Simulation. Da muss ich wahrscheinlich rein. Nein, da rein. Okay. Machen wir hier kurz Licht. Ich möchte mich ein bisschen umschauen, bevor wir diesen Scan durchführen. Was ist das denn hier jetzt schon wieder? Dumme Flasche. Macht er nichts, dann macht er nichts. Da passiert auch nichts. Es ist 10 nach 10, ungefähr 12 nach 10, sagen wir mal so. So. Oh, hi. Hallo. Simon Jarrett, right? Dr. Munchie? Well, it's just Mr. Munchie, but I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah, it's a study I'm doing with my colleague, Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction, to help people like you. Oh, did you take the tracer fluid? Yes, yes I did. Great. Well, we can start whenever you're ready. Okay, ja, ich glaube, hier gibt es eh nichts mehr zu holen oder zu finden. Deswegen würde ich sagen, wir starten einfach das Ganze. So, what exactly are we doing? Genau, was machen wir eigentlich? We're going to do a scan of your brain. Then we build a computer model of it and bombard it with stimuli. The program will help us to quickly iterate your treatment plan until it's fully optimized. In short, develop the perfect treatment for your condition. So it's not just a study. This will actually help me. I should hope so. Otherwise, this would be a huge waste of time. Ja, also wie gesagt, wir setzen uns jetzt hin, er macht ein kleines Modell von unserem Gehirn. Und dann geht's los. All right, let me just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Right. Toronto, Canada, David Munchie. Born 1988, July 16. Right. Flat neurograph, version 6. Good. All files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. Is that so? Well, let's hope they're wrong. Ready? Hoffen wir mal. Say cheese. Hey. Hallo. Was passiert hier? What happened? Hello? Mr. Munchie, did something go wrong? Absolut, mein Freund. Absolut. This isn't funny. Ich steh mal auf. Hallo? I'm not supposed to put myself in. Ich glaube, das ist. This is kind of stressing me out. Ist das ein Anklopf? What? The hell is this? How did I get here? Und da sind wir nun. Irgendwas konnte ich gerade noch bewegen. Ah, die Klappe hier. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Terminal Schalter über... Was? Was für eine Konsole?
Wahrscheinlich die da vorne. Cool, wir befinden uns jetzt nun endlich hier. Geht nicht. Hat sich da gerade jemand bewegt? Hab ich da was gehört? Ist da jemand? Nein. Pathos 2. Was für ein Omni-Tool? Ich brauche ein Omni-Tool. Das muss ich dann hier einführen. Und wo kriege ich das? Seht ihr irgendwo eins? Alter! Ja, pass mal auf. So, jetzt, wir machen einfach einen eigenen Weg. Hier, so. Da geht's nicht weiter. Es erinnert einen richtig stark an Bioshock oder Alien Isolation, wie ich finde. Und an Dead Space auch. Und das haben die Entwickler richtig gut gemacht, hier diese Atmosphäre eingefangen. Die Toiletten. Erstmal ein bisschen abreiern hier. Alter, was ist mit einem... Ich habe mega starke Frame-Einbrüche. Mal wieder. Jetzt liege ich aber wahrscheinlich an meinem PC. Was ist das für ein Schmodder, der hier runter trieft? Das ist ja richtig ekelhaft. Erstmal durchlaufen. So Kaffee oder was? Ich möchte einen leckeren Kaffee haben. Kaffee, verdammt! Hier finde ich auch nicht das, was ich brauche. Was ist hier nur passiert? Also so wie... Was ist das? It's working better than expected. They're having a really hard time getting the doors open. Call Permaseal as many as you can, rather than take any chances. Roger. Did you cut off the factory floor? All done. Should keep most of them out. I'm on my way to lock off the comm center. Just make sure to leave a way out of here. Trust me, I'll get you the data safe and sound. We just need to make sure we leave enough power running so we don't have to return. I hear that. See you back at camp. Whoa! How did I do that? Ja, wie hast du das gemacht? Ist auch zu. Was war das? What? Weg damit. Wow, wow, wow. Ich denke, wir befinden uns echt hier in Simons Kopf gerade und er erfährt gerade seine Behandlung. Wird also mit irgendwelchen Dingern überschüttet, mit irgendwelchen Reizen. Was? What? What the fuck? Was zum Teufel? Was?
What the fuck? Ist gerade da etwas entlang gelaufen? Anscheinend. Oh mein Gott. Bitte? Was war das? Erstmal verstecken, verdammt. Doch. Amnesia lässt grüßen. Kann ich hier irgendwas machen? Oh fuck. Was war das? Ich trau mich nicht dahin zu gehen. Ich geh erstmal da lang. Was war das mit dem weniger Geräusche verursachen? Da gehe ich mal nicht entlang. Mit Omnitool schwenkbar. Okay, da brauche ich erstmal das Omnitool. Da geht's nicht lang, da gehen wir da lang. Jetzt muss ich mir gerade nochmal kurz angucken hier. Optionen, Spielsteuerung, Tastenbelegung. Nö, da steht ja nur kriechen. Weil ich einen Controller angeschlossen habe, deswegen hat er gedacht, deswegen macht er. Deswegen stand da B. Aber das ist das hier schon. Okay. Dann öffnen wir das mal. Auch wenn der dahinter dieses Vieh ist. Vorsichtig. Nein, hier ist nichts. Da ist das Omnitool. Aber schauen wir uns mal die Gebrauchsanweisung an. Omnitool Version 2.5. Das Omnitool ist ein fortschrittliches Interface zum Zugriff, Verwalten und Steuern computergestützter Systeme. Die Onboard-KI beinhaltet einen Open-Source-Satz, an Verhaltensweisen und Protokollen, mit denen der Benutzer Routine-Aktionen über grundlegende Logik-Diagramme automatisieren kann. Im Laufe der Zeit passt das Omnitool so lalalalalala. Ja, gut. Das ist einfach nur ein Gerät. Und damit alles zu öffnen. Was? Ich drück ja Tab. Was? Was ist das? Das hab ich gar nicht gesehen. Okay, mein Inventar ist das, wenn ich Tab drücke, dann ist das zu sehen. Lass mich hier vorbei. Lass uns mal nach hinten rennen zu der Tür und sie öffnen. Fuck you! Ja, Mann, was auch immer.